Hallo und herzlich willkommen zu Havendoc. Mein Name ist Knork und ich freue mich, dass du dabei bist. Aktuell herrscht bei den Publishern ein Sommerloch, heißt, es kommen keine neuen Spiele raus. Dann habe ich jetzt auf meiner Wunschliste ins Thema nachgeschaut und bin bei älteren Spielen ausgekommen oder beziehungsweise die vor einiger Zeit erschienen sind und die ich immer wieder spielen wollte. Und da war unter anderem dieses Spiel bei. Ich weiß noch nicht genau, wo die Reise bei diesem Spiel hingeht. Also ich meine, man hat ein kleines Plateau und das baut man immer weiter aus. Ich bin jetzt gerade so ein bisschen verwirrt, weil ich sehe jetzt unter anderem nämlich hier einen Weihnachtsmann rumlaufen. Da sehe ich eine Mumie, hier sehe ich eine Hexe mit einer Maus, einer überdimensionierten großen Maus. Dann habe ich einen riesengroßen Fisch hier stehen. Hier läuft ein Zauberer, also ich weiß nicht genau, da läuft auch ein Boxer rum, also ich kapiere das noch nicht so ganz, aber was ich sehr cool finde ist, wenn ich mit der Maus hier rumgehe, bewegt sich das Menü, das finde ich schon sehr cool. Also wir werden jetzt einfach mal reingucken und es ist dann, wir machen das einfach so, am Ende der Folge entscheide ich, weißt du was, ich werde es weiterspielen oder ich werde es nicht weiterspielen. Es ist also ein angespielt Video, das ist auch ein Superman, nee, das ist Robin. Oh krass, okay, wir gucken einfach mal rein, ich bin jetzt einfach gespannt. So, oh, man kann hier einen eigenen Charakter erstellen, das ist geil, also, dann machen wir hier einmal meinen Namen rein. Dann würde ich sagen, Oberteil wird, oh, ach so, ah, die Haarfarbe, okay, Haarfarbe machen wir diese. Dann Haar, okay, es gibt verschiedene Haare, sehr schön. Und ich würde, ach komm, wir nehmen einfach das hier. Dann Hautfarbe lassen wir, Kleidung. Kann man natürlich nicht in Orange wählen. Ich habe mich übrigens nach unten rechts positioniert, weil ich anhand der Screenshots gesehen habe, dass da am wenigsten angezeigt wird. Ich hoffe es einfach mal, ansonsten werden wir uns irgendwo anders platzieren. So, wir haben, ja, dann nehmen wir das. Warum habe ich eigentlich schon einen Schlafanzug an? Obwohl, warum stelle ich mir so eine Frage, wenn ich vorher den Weihnachtsmann da sehe, Robin, ich habe eine Mumie da laufen sehen, Gandalf, also... Naja, dann sollte man nicht nachfragen. Eigenheiten? Okay, was sind Eigenheiten? Was können wir da machen? Perfektionist. Du möchtest sicher gehen, dass alles genau so ist, wie es du dir wünschst. Kein Raum für Fehler. Ich glaube, das passt schon sehr, sehr gut zu mir. Das passt wirklich sehr, sehr gut zu mir. Allein bei Plan Coaster Plan Zoo. Ja, ich lasse Perfektionist. Lass mal einfach. Accessoires? Nee, würde ich jetzt... Oh, die haben Perks. Guck mal, minus 5% soziale Ängste. Minus 5% Chance, von der Sonne geblendet zu werden. Ja, natürlich. Okay, also, wir brauchen auf jeden Fall so einen Perk. Plus 5% Lungenkapazität. Also, das ist hässlich. Das ist einfach nur hässlich. Das Hut. Pass auf, der Gag ist geil. Der Hut macht Mut. Puh, der hat aber, ne, Sonnenschein. Okay, den Hut würde ich irgendwie sehen. Plus 5% Chance, Durchfall herbeizuführen. Chance zu verwirren. Ist das nur Spaß? Oder hat das wirklich Auswirkungen auf das Spiel? Weil dann nehme ich einfach den Hut. Der sieht einigermaßen okay noch aus und, naja, dann haben wir halt Mut. Dann sind wir mutig. So, steht da noch vorbei? Sind rein kosmetisch und haben keine anderen Nutzen. Ah, okay, okay, dann können wir den auch weglassen. So, ich habe schon gedacht. Ich hatte schon ein bisschen Panik. Okay, Augen lassen wir so, Mund lassen wir so. Dann würde ich sagen, geht es weiter. Warum sind die hier gesperrt? Gesperrt. Warum sind die hier gesperrt? Hat das einen Grund? Naja, okay, weiter. Welteinstellung konfigurieren. Nö, mach mal einfach weiter. Oh, Movie. Du warst benommen auf einem kleinen Sandbank auf. Komplett verträumt. Du bist anscheinend mitten im Ozean gestrandet. Stranded deep. Habe ich übrigens herausgefunden, vor kurzem, dass ich das doch schon mal gespielt hatte. Du findest etwas Holz, um eine provisorische Plattform zu bauen und benutzt Steine als Werkzeug. Ja, wir sind und wir machen Klimmzüge. Wir brauchen ja Bizeps. Sieht aus, als müsstest du mehr Plattformen bauen und erweitern. Du kannst dich nicht erinnern, wie du hierher gekommen bist, aber du musst einen Weg finden, um zu überleben. Also ich bin daher gekommen, weil ich mich da hochgezogen habe. Das hat er schon wieder vergessen. Und beten, dass jemand dich finden wird. Coconut Island. Was war das jetzt? Okay, wir haben ein Tutorial. Wir haben ein Tutorial. Bewege dich mit WASD. Krieg ich hin. Woohoo! Drücke Ü oder mit der rechten... Achso, ja, mache ich lieber so. Alter, verwalter das laut. Sammle treibende Planken ein.
Oh, weißt du, wie das Spiel ist? Das kommt mir gerade so ein bisschen vor. Weißt du noch, wo wir auf dem Ozean waren, wo wir so eine Plattform hatten? Wir sind jetzt auch auf dem Ozean. Ich habe nur eine Frage. Warum ist da ein Pinguin? Warum stelle ich eigentlich so eine Frage? Hätte ja eigentlich einleuchten müssen. Zu weit entfernt. Okay. Baue ein paar Plattformen. Wo wir auf dem Ozean getrieben sind. Nicht Raft. Raft ist auch so. So ähnlich gewesen. Auch zu weit entfernt. Sammeln wir das ein. Das war bestimmt zu früh. Ich habe wieder... Ah, guck mal. Das Grüne hier zeigt mir an. Ist zu weit entfernt. Das muss... Komm noch ein bisschen näher. Das hat so ein bisschen... Das erinnert mich so ein bisschen an Raft. Aber auch mit diesem Plateau. Ich weiß nicht mehr genau, wie das hieß, das Spiel. Das war auch ziemlich cool. Bau ein paar... Und da bin ich ja irgendwann draufgegangen, weil das Spiel Fehler hatte. Okay, es kommt. Warte, warte, warte. Die nehmen wir mit. Das nehmen wir auf jeden Fall mit. Zu weit entfernt. Jetzt ist gleich grün. Pass auf. Warte. Es ist gleich... Zu weit entfernt. Jawoll. Okay, sehr schön. Bau ein paar Plattformen. Hier. Ja, wo haben wir die Plattformen? Hier. Guck mal, eine Plattform. Bauen wir natürlich jetzt hier dran. Und hier dran. Und hier dran. Okay, das war's. Baue eine Pumpe. Wo, okay, was ist eine Pumpe? Die Pumpe produziert mehr Wasser. Warum soll ich mehr Wasser produzieren, wenn ich doch hier so viel Wasser habe? Oder wandelt das um? Könnte sein, ne? Okay, die setzen wir hier hin. Und ich mache ein bisschen leiser. Ich habe das so rein provisorisch erstmal eingestellt. Ich hoffe, dass das jetzt nicht mehr so laut ist. So, was haben wir? Seewasser aus der Pumpe. Was? Fange das. Achso, fange das Seewasser. Ja, okay. Was muss ich jetzt machen? Pumpen. Okay, ich muss pumpen. Wir brauchen Angestellte. Das kann ja nicht angehen, dass ich als Gründer... Warte, warte. Als Gründer. Oh. Ah, okay. Als Gründer der Plattform, der Meeresplattform. Hier. Selber. Okay, wir brauchen auf jeden Fall erstmal Wasser. Pumpen muss. Baue einen Destillator, der Meerwasser in Trinkwasser umwandelt. Okay. Der produziert nicht mehr Wasser, der holt mehr Wasser hoch. Destillator. Okay, setz mal hier einen Destillator hin. Gibt das Meerwasser in Destillator? Okay, haben wir gemacht. So, guck mal, jetzt können wir hier weiterklicken. Und hier weiter reinfüllen. Ah, kann ich mehr. Okay, Output. Weil wir brauchen dringend Wasser, weil sonst verdursten wir. Und wir müssen den Pinguin da retten. Wasser beschaffen. Bewegung. Okay, das brauchen wir alles nicht mehr, oder? Kann ich den Fisch da fangen? Nee, ne? Gut, was passiert hier noch? Aufwertung kann man auch noch machen. Was haben wir hier? Werkstatt. Aufbewahrungskiste. Ich dachte, das wäre eine Klimaanlage. Okay, jetzt haben wir Wasser. Das dauert echt lange, ne? 30 Sekunden muss man erstmal schaffen. Du kannst auch für echt Geld wahrscheinlich irgendwas holen. Warte mal, ich würde gerne hier... Genau, jetzt haben wir hier mehr Wasser. Und dann packen wir hier wieder mehr Wasser rein. Man kann maximal 4. Okay. Wir müssen noch ein Wasser haben. Sollen wir weiter pumpen? Ach komm, wir haben ja eh nichts zu tun. Dann können wir hier weiter... Oh. Oh, warte, warte. Essen. Jawoll. Jetzt treibt aber alles hier dran vorbei. Ist ein bisschen relieved. Tatsächlich. Kann ich den Großen da? Nee, wahrscheinlich nicht, ne? So ein Hauptprotagonist wahrscheinlich. So, wir haben gleich den nächsten Fisch. Jawoll, dann haben wir schon mal Essen. So, haben wir. Baue eine Werkstatt. Eine Werkstatt ist die hier. Kann man die eigentlich drehen? Wie kann ich die drehen? Kuh? Wie kann ich die drehen? Ich platziere die einfach mal. Ich hatte mir so überlegt, ich platziere die jetzt einfach. Ich war doof. Ich war richtig doof. Weil ich hätte die Plattform theoretisch weiter hier hinbauen können. Damit ich die zwei Dinger da kriege, ne? Guck mal. Pass auf, jetzt gehen wir nämlich dahin. So, jetzt laufen wir dahin. Und kriegen die nicht. Die kriegen wir. Okay, haben wir. Nice. Gut, dann würde ich sagen, bauen wir jetzt noch eine Plattform hier hin. So, damit wir die auch abholen hier. Guck mal. So. Clever von mir, ne? Richtig clever. Guck dir das an. Oh, wie ich hier sam... Oh, da, Lootpack. Oh, die gab es bei Raft auch. Das hat wirklich Ähnlichkeiten. Und die Grafik finde ich schön. Okay, wir warten.
Es kommt eine Lootkiste und ich bin jetzt einfach gespannt, was uns hier erwartet. Bitte, 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 bitte. Jawohl. Oh, da war aber viel drin. Die lohnen sich. Das ist ja wie Raft. Oh, guck mal hier. Ich bin echt gut. Nice. Okay. Erforsche Landwirtschaft. Erforsche Landwirtschaft. Erforsche Landwirtschaft. Ja. Ja, wir machen mal. Also bestimmt hier, ne? An der Werkbank. Forschen. Oh. Landwirtschaft. Farm. Vogelhaus. Falle. Forschen. Ah, okay. Ich muss hier auffüllen. Wird erforscht. Gut. Kosten 2. 2 Wasser. Aber Wasser ist eigentlich wichtig, weil ich muss ja aber trinken, ne? Dindili, dididi, dididi. Okay, pass auf. Wir müssen erstmal hier... So. So machen wir das jetzt. Guck. Und dann nehmen wir den Fisch hier mit. Da komme ich immer noch nicht dran. Der treibt da vor sich rum. Da komme ich nicht dran. Das nehmen wir aber mit. Okay. Das haben wir schon mal alles. Ich bin auch froh, dass ich mich hier unten rechts hingesetzt habe, dass da am wenigsten angezeigt wird. Bin ich echt froh drum. Aber aktuell verpasst du nichts, weil du kannst nämlich hier gut sehen. Oder? Warte mal, kannst du bei Forschung... Warte mal, wir gehen mal kurz hier hin. Forschen? Ja gut, kannst aber auch alles sehen. Okay, dann würde ich mich vielleicht in der nächsten Folge, sofern ich mich dafür... Den kann ich immer noch nicht. Dafür entscheide, würde ich dann in der nächsten Folge tatsächlich mich vielleicht dann unten links positionieren. Warte, kriegen wir? Kriegen wir? Jawohl, kriegen wir. Und kriegen wir auch. Nice. Baue eine Farm. Ach so, ja, Entschuldigung. Basis. Nahrung. Farm. Hier, Farm. Wo baue ich denn jetzt am besten die Farm hin? Hier. Oh, ich komme da nicht dran vorbei. Lol. Gut, dann muss ich da jetzt wohl ein bisschen nachhelfen. So. Steuerung, Klick. Öffnen, registrieren. Nahrung habe ich. Und dann öffne Nahrung und baue zwei Vogel. Ach so, zwei Vogel. Entschuldigung. Ich habe ein bisschen falsch geklickt. Was kann ich denn mit den Vogelhäusern machen? Was können die denn? Warum komme ich hier nicht dran? Ich will da drankommen. Jetzt. Aha. So. Farm. Was können die Vogelhäuser? Haben wir da einen Tooltip? Gemütliches Haus, das Vögel anlockt. Es wird durch Vogelkot verschmutzt. Und dann wollen wir unbedingt Vogel... Wollen wir das wirklich? Ja, anscheinend, ne? Okay, Vogelhaus. Hier. Sammle Gemüse ein. Rohes Gemüse hier. Ah, zu weit entfernt. Ja, haben wir noch. Geil. Auch. Sehr, sehr cool. Oh, Lootback. Cool. So. Es dauert 120 Sekunden. Steht da. Da steht 120 Sekunden. So, den nehmen wir natürlich gerne auch mit. Oh, wir haben schon eine beachtliche Insel. Und den kann ich echt nicht sammeln, ne? Eine Falle. Was kann das denn... Versuchen, Vögel zu fangen und außer Gefecht zu setzen. Verschiedene Köder locken unterschiedliche Beute an. Oh, okay, 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 okay. Verstehe. Da müssen wir bestimmt überall hin. Boah, ich weiß nicht mehr. Ich bin ganz am Überlegen, wie das Spiel hieß, was wir immer gespielt hatten. Eine Zeit lang. Fand ich auch super interessant, dass... ja. So, wir sind ja produktiv, ne? Wir pumpen hier weiter. Pumpe ist voll. Oh, okay. So, dann pumpen wir weiter. Weil solange nichts kommt. Ah, guck mal hier. Nahrung. Sättigung 81. Flüssigkeit. Löschen den Durst durch Trinken von Wasser. Eine Einheit Wasser erfüllt 10 Flüssigkeit auf. Okay. Okay, ich verstehe. Dekorationen. Sehr wichtig. Zufriedenheit. Wir sind selber sehr zufrieden anscheinend. Farm. Warte mal. Also, wie viel passt hier rein? 5. Okay. Nehmen wir hier Wasser. Ne, Wasser ist, glaube ich, echt wichtig hier. So, da haben wir gleich geschafft. Können wir noch? Jawoll. Oh, da kommt ein Lootback. Wir müssen ein bisschen uns erweitern. Wasser ist zu tief. Oha! Komme ich da trotzdem dran? Warte mal, komme ich da dran? Bitte, 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 bitte. Da ist die Kiste, die... ich will trotzdem. Mann, oh. Optional. Ah, dann verkürzen wir das.
Oh, Wasser ist sehr wichtig. Oh, Wasser ist sehr wichtig. Da kommt ein Vogel. Da war ein Vogel. Bauwerk abreißen. Ne, ich will ja nicht will ich ja nicht abreißen. Auf gar keinen Fall. So, kann ich jetzt hier einmal kurz... Bitte, 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 bitte. Komm. Danke. Obwohl, was bringt mir das? Weil ich kann ja eh nicht tiefer, ne? Weiter noch da, weil hier ist Ende im Gelände. Sammle Gemüse ein. Oh ja, warte, warte. Hier. Okay, damit kann ich das beschleunigen. Erforsche Holzkohle. Holzkohle in der Werkstatt. Erforschen. Holzkohle. Ist das Holzkohle? Ist Holzkohle. Forschen. So. Ah, guck mal. Die siehst du nicht. Kostet ein Kohl zumindest. So, hier kostet ein Pinguinkot. Pinguinkot? Warte mal, wir haben noch da hinten einen Pinguin, ne? Könntest du mir mal ganz kurz ein bisschen Kot drüber schmeißen? Das wäre echt nett. Oh, Lootback. Lootback, Fisch oder Lootback? Ja, natürlich Lootback. So, guck mal. Kann ich hier weiterbauen? So, nehmen wir auf jeden Fall. Baue einen Holz... Was? Holzkohlenmeiler? Was ist ein Holzkohlenmeier? Holzkohlenmeiler. Nennt man auch Lagerfeuer eigentlich. Ist das so clever, sowas dahin zu setzen? Ich frage nur mal so, weil wir haben eine Holzplattform. Könnte sein, dass das ein bisschen problematisch wird. So, jetzt machen wir hier nochmal Wasser rein. Input. Okay, kann nicht mehr einfügen. Ja, aber wir können das hier einsammeln. Guck mal. Das nehmen wir auf jeden Fall mit. Bop. So, wie machen wir das jetzt am besten? Also, wir nehmen erstmal hier raus. Dann packen wir hier wieder rein. Oh, ich habe ja gar nicht mehr. So, und dann packen wir hier wieder welche rein. So, dann sind wir auf jeden Fall auf der sicheren Seite. Wir müssen jetzt das hier mitnehmen. So. Dann müssen wir irgendwo jetzt ein Lagerfeuer hinsetzen. Was ich immer noch für eine schlechte Idee halte, aber ja, gut. Sammle 5 Einheiten Holzkohle. Okay, wir brauchen dafür aber Holz. Ja, natürlich habe ich Holz. Fiel mir gerade ein. Die ganzen Planken, die hier vorbei rasen. Kann ich den noch mit? Jawoll, Geilomatico. Okay, da komme ich nicht dran. Fische sind, glaube ich, auch wichtig zum Essen alleine. Okay, hier kann ich aber nichts upgraden, ne? Also kein Wasser oder so einfügen. So. Hier packen wir wieder Samen rein. Ich weiß gar nicht, woher ich den Samen habe. Das ist halt die Frage. Ah, hier kriege ich den Samen raus. Okay. So, dann packen wir hier wieder Fisch rein. Okay, das ergibt jetzt alles Sinn. Und Sinn gibt auch, dass wir das hier sammeln auf jeden Fall. Bom. Okay, wir haben ja auf jeden Fall... Erforsche Garküchen. Erforsche Garküchen. Garküchen. Forschen. Ich glaube, dass das sehr komplex wird, das Spiel. Ich glaube, das wird sehr, sehr komplex. Kann ich die eigentlich umsetzen? Also, schon Klick zum Nehmen, Umschalten, Hineingeben von Ressourcen. Ah, okay, Shortcuts. Okay, 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 okay. Braucht man nochmal Kohle? Ah, komm, wir machen nochmal Kohle, ja. Ne, weil wir was können. So, dann brauchen wir hier, packen wir nochmal Wasser rein. Hier nehmen wir nochmal Kohle. Hier nehmen wir nochmal Wasser raus. Das haben wir erforscht. Dann müssen wir jetzt hier erstmal wieder das reinpacken. Wir müssen wieder ein bisschen pumpen. Baue eine Garküche, um Essen zuzubereiten. Ah, ich habe keine Zeit zum Pumpen. Ich muss hier eine Garküche bauen. Garküche. Nahrung vielleicht? Werkstatt? Basis? Ne, hier. Guck mal, Garküche. Ich packe die... Nicht genug rohes Gemüse. Ah, okay. Ich verstehe. Wie viel brauchen wir denn für die Garküche? Hä? Wo steht das denn? Wie viel die braucht?
Das verstehe ich jetzt nicht. Ah, da unten, Kosten. 5 und 10. Ah, okay, pass auf, dann nehmen wir die jetzt mal raus. Wie viel haben wir jetzt? 5. Garküche, 5. Bam. Haben wir. Pack mal rein. Hier nehmen wir die raus. Und hier nehmen wir den Samen raus. Okay. Welle Teriyaki. Oh. Erstmal nach Subway. Garküche. Achso, zu weit weg. Teriyaki, hier. Brauchen wir das alles. Obwohl ich hier schon Teriyaki einiges habe. Wie lange brauchst du denn? Fehlenden Input. Hä, was fehlt denn hier? Ah, das haben wir, das haben wir. Das haben wir. Okay, 4 Stück davon. Dann brauchen wir noch einen Kohl. Oh, Kohl ist fertig. Geil. Gut, dann packen wir hier nochmal Kohl rein und fangen an zu kochen. Und ich koche den ganzen Tag, weil ich Tim Melzer einfach mag. Na, 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 na. Okay. So, haben wir erstellt. Es fängt an zu regnen. Ich weiß nicht, ist das gut, schlecht? Ich weiß es nicht. So, da können wir nichts mehr reinpacken. Wir haben jetzt... Wir müssen hier irgendwie mal... Erforsche den Pier. Okay, erforsche den Pier. Pass auf, das, meine Freunde, machen wir in der nächsten Folge. Denn ich würde gerne das Spiel erstmal weiterspielen. Wir gucken mal, wie viele Folgen es werden. Auf jeden Fall, die gefällt mir, das gefällt mir echt gut bis jetzt. Macht Spaß. Und vor allem, du kannst ultra viel freischalten, ultra viel machen. Und ist ein klein bisschen wie Raft. Finde ich. Nur auf einer festen Plattform bei Raft. Fährst du halt komplett durch die Meere. Hier bist du fest. Das Meer treibt an dir vorbei. Aber ansonsten ist es was geil. Sag mir deine Meinung zu dem Spiel. Würde mich echt interessieren. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Bedanke mich fürs Zuhören. Wünsche einen schönen Tag. Bis dann. Tschüss.